Wer hat das damals nicht gemacht? Auf der anderen Seite und dann ist man auf so schnell runter. Wippt man heutzutage eigentlich noch? Ich glaube, heute sind sogar Sprungfedern drunter oder so. Und da haben wir, das ist dann immer so, einer setzt sich drauf und auf der anderen Seite ziehen zwei runter, sodass man hochfliegt. Macht man das heute noch? Und es war gerade eine sehr, sehr schöne Anspielung auf To the Moon. Wir sind bis zum Mond geflogen, gemeinsam. Doch wie lange geht diese wunderschöne Zeit noch? So. Wir brauchen neues Brot für unseren Freund. Hier? Da? Ach nee, Brot, da oben. Ja, da wird er sich freuen. Muss ich das bezahlen? Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Oh, kurz geguckt, rechts, links, nichts passiert. Keine Post. Wo muss ich lang? Ah, in den Wald. Ach, da können wir nach Norden gehen. Alles klar. Hier geht's hoch. Durch den Baumstumpf? Nein. Oh, wieder eine Erinnerung von uns. Hier war das. Hier haben wir unseren Freund gerettet. Oh, lass uns die Bäume wieder durch. Damals. Was war das? Vielleicht ein Freund. Er scheint jemanden zu suchen. Flieg von Baum zu Baum. Vielleicht ist er gar nicht so alleine wie ich. Vielleicht hat er eine Frau. Eine Familie, die ihn vermisst. Ihnen scheint's gut zu gehen. Hallo, mein Freund. Wie ein Flieger machst du denn? Wir sind zusammen auf dem Dach. Er weiß schon, was wir machen. Kleiner Frechdachs. Es soll also größer werden, ja? Wir brauchen mehr Blätter.
noch mehr. Er soll riesengroß werden. Ein paar Seiten haben wir noch. Die letzte Seite. Auch die letzte Seite unserer gemeinsamen Geschichte. Oder beginnt unsere Reise jetzt? Hochkant. Etwas sportlicher. Und die Flügel runterklappen. Alle Mann an Bord, würde ich sagen. Und gemeinsam fliegen sie, der Vogel mit dem gebrochenen Flügel und der Junge, der nur vom Fliegen träumt. Hui. To the moon. Hui. Und nochmal zurück. Nichts kann uns aufhalten. Diese Freiheit. Wir fliegen über die gesamte Stadt. Mal auf, mal ab. Wow. Weg von dem Smog der Stadt. Raus aufs Land. Über Berg und Tal. Gemeinsam. Entdecken wir die Welt. Ein Nest. Das ist nicht das Richtige. Hier wollen wir nicht hin. Ich denke, wir machen uns gerade auf die Suche nach seiner Familie. Ich denke, das ist richtig. Keine Sorge, wir werden sie finden. Vielleicht hier. Eine einsame Insel. Noch ein Nest. Ist es hier? Nein, auch nicht. Gib die Hoffnung nicht auf. Komm, wir fliegen weiter. Wir sind den ganzen Tag geflogen. Die Nacht bricht herein. Ah, hier. Bist du hier zu Hause? Ah, Mist. Noch zwei Nester. Übrig. Ich habe gerade gesehen, oben links vorne was abgehakt.
Wasserfälle. Dschungel. Ein Dschungelbiom. Oh, hier sind sogar Eier drin. Ist es das? Auch nicht. Hm. Hätte ja sein können, dass er sogar Kinder erwartet. Und deshalb sucht ihn seine Frau. Bist du ein Bergvogel? Ist das? Auch nicht. Na komm. Keine Sorge, wir schaffen das. Wir finden sie. Wow. Stell dir mal vor, du musst jeden Tag zur Arbeit und musst den Berg da hochklettern. Meine Güte. Immer so 300 Stufen. Wir landen wieder. Oder? Mein Freund. Es tut mir leid. Zurück ins Buch. Perfektes Recycling. Wir haben alles abgesucht. Wo kann deine Familie nur sein? Nicht dafür, mein Freund, nicht dafür. Ist das die Tierärztin? Sie folgt uns. Wo kann der Junge nur sein? Oh wei. Ich glaube, ich weiß, was passiert. Die kommt bestimmt und... Oh nee. Oh. Hey, mein Freund. Was denn? Warum so aufgeregt? Hm. Grün, ja. Ab in die Schule. Wo sind denn alle? Oh nein! Lauf! Lauf, 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 lauf! Wenn das nur klappen würde, keine Chance. Huch.
Scary. Kein Entkommen.